Okay. Ich kletter einfach mal. Oh, okay. So geht's natürlich auch. Oh, sieht nach Verlassen des Animus aus. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Oh, dieses Dröhnen. Darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. So bastastig wie meine Kopfhörer sind. Oh, Alter. So, und jetzt? Soll ich jetzt schlafen oder was? Hallo? Hightech pur. Hat ja auch ein iPad, ey. Mittlerweile hat jeder ein iPad. Ja, Apple halt, ne? Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nie, aber trotzdem hat jeder irgendein Apple-Produkt. Naja, oh diese angebissene Apple, ey. Lol. Kamera, Rumspack. Okay, dann halt schlafen. Lol. Was war das? Der nächste Morgen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Ja, so wacht man jeden Tag auf. Einer kommt rein. Wir haben die. Dann steht man auf. Ja, warum nicht? Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also, warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Wie denn? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, nach Führung. Was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald. Bald werden Sie es verstehen. Boah. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Ich will ja nicht spoilern. Ich bleib einfach mal so, dass ich mal nichts weiß. Lalalala. Wer will Ordnung? Lalalala. Die Leute, die wir töten, sind für Ordnung. Lalalala. Templer. Lalalala. Sie sich zurück. Wir erledigen den Rest. Templer gleich. Dieser Scheiß Industrie hier. Wahrscheinlich. Also ich denke mal, das sind ja alles Templer. Wohoho. Bitte hinlegen. Bitte hinlegen. Oh. Oh, dieses Dröhnen. Lucy, bitte hinlegen. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Mhm. Danke. Merkwürdige Stimme. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern
und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Yippie! Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Na, was haben wir? Kleinschwert. Kurzschwert, sag ich doch. Das ist sowas wie Kleinschwert. Ich hab kurzer Zeit an Kleinstein gedacht, aber okay. Kleinstein! Warum rennt er bloß so? Konterkill. Okay. Ach, da kommt der Typ hier wieder, der mit uns was mit lernen will. Ich denke, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, weißt du, wir haben alles verloren, aber uns fragt er, weißt du? Wir haben anscheinend keine Ahnung. Und trotzdem sollen wir hier die Übung machen. Drücken und halten sie eins. Ja, toll. Das geht ja einfach. Ja. Und so, meine Schüler. Sollte ein Mann kämpfen. Hey. Und war's das schon? Jo. Komm, Tutorial verlassen. Hab keinen Bock weiterzumachen. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Gehen wir halt wieder in die Berge. Wo ich immer so müde bin. Warum bin ich immer so müde, wenn ich aufnehme? Ich versteh's nicht. Sollte das Gehen aus den Aufnahmen entfernen? Ich glaube, ich bin dafür eh zu faul. Weil ich kann. Springen wir lieber an den Heuhaufen da hinten. Was mir vorher gar nicht aufgefallen ist, die Assassinen sind ja hier in der Masyaf-Burg. Oder Masyaf. Masyaf-Burg, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall gibt es ja die wirklich. Also in Wirklichkeit gibt es ja die Masyaf-Burg. In. Wo ist die? In Iran, Irak? Irgendwo in der Nähe da. Und das wäre irgendwie schon geil, wenn man da irgendwie mal hinkommen würde. Ich meine jetzt so ein. Ja, Irak, ja, warum nicht in Urlaub hinfahren, ne? Ich meine. Gibt da schöne Touris etc. Man wird herzlich begrüßt. Auf jeden Fall eigentlich meine ich, wenn er mal ein bisschen ruhiger wird, wenn die Zeit auch mal da ist, dann würde ich schon mal gerne irgendwie hinfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas großartig im Gange ist. Ob da jetzt wirklich voll die Mafia-Truppen da am Start sind, aber... Ein Grund wäre es immer schon, da irgendwie zu fahren. Klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern. Ach, wirklich? What you know say? So, wo müssen wir denn hin? Nach Jerusalem? Ja. Also beide Ziele, okay. 1600 Meter, ach du Scheiße, ey. Wollen wir das alles filmen? Ja, okay. Kann ich ja irgendwas labern. Irgendwas. Was könnte ich labern? Was könnte ich labern? Vielleicht über das Thema, warum jetzt in den letzten... das habe ich schon öfters in manchen Videos erzählt. Aber dann kommen wir in den nächsten Tagen wieder keine Videos. Also macht es keinen Sinn, das auch wieder zu sagen, dass ich sozusagen eine kreative Sommerpause hatte. Und deswegen keine Videos gekommen sind. Und, ja... So, manche fragen ja auch, wann die Dings, die Battlefield 3 Sieber Tower Map, also Minecraft die, irgendwann zum Download bereitsteht. Irgendwann ist es dann,
Habe ich mich gerade verlaufen? Auf jeden Fall, irgendwann ist das dann halt fertig. Ich bin ja schon ziemlich weit. Ich will halt noch ein eigenes Texture Pack anlegen, beziehungsweise noch so ein Mod, dass man so Waffen hat und dann noch so fast wie aussieht wie bei Battlefield. Das wäre schon richtig episch. Dann haue ich auch den Link raus, so mit allen Dingen, so Texture Pack etc. Das könnt ihr dann downloaden auf, keine Ahnung, Mediafire oder so. Werde ich dann so einen Link in die Beschreibung packen, wenn das soweit ist. Zu jedem Video, denke ich mal. Dass ihr denkt, das ist zu jedem, ne, das ist halt, damit ihr wisst, dass es einen Download gibt, so. Tötet ihn! Ja, ich bin auch dabei, auch andere Maps zu machen. Also, Sieber Tower ist fast fertig, jetzt bin ich an Operation 925 dran. Genauso wie an Wake Island. Da bin ich auch gerade am werkeln. Mal gucken, wie es so am Ende aussieht, weil Wake Island ist da die Herausforderung, das ist eine ganze Insel ist und du nicht. Habe ich schon wieder verlaufen? Ja, habe ich. Da ist nicht. Ich muss eine ganze Insel neu erstellen sozusagen. Gewalt ist keine Lösung. Ja, wieso? Doch. Na klar, ist Gewalt eine Lösung. Es kommt doch zum Ergebnis. Oder nicht? Ja, wenn man das so sieht, das ist schon richtig. Mit einer Lösung. Lösung ist ja gleich Ergebnis, oder nicht? Und ein Ergebnis kommt immer raus, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Egal. Oh Mann, ey, ich bin so müde. Warum denn? Wir haben es doch erst um 10. Da kann man auch noch gar nicht müde sein. So, fast geschafft und auf 50 Meter. Und geschafft. Nice. Sehr viel. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Sie seine Beine. Ach du Scheiße, er ist verwundbar. Sind wir jetzt in Jerusalem? Jerusalem! Mit Jesus! Jesus! Jesus ist auch da. Hoffe ich mal. Oh, Scheiß drauf. Jesus ist da. Jesus! Oh, schon wieder nur ein Aussichtspunkt. Ja, dann gehen wir halt vielleicht mal zu diesem einen Aussichtspunkt, wa? Schadet ja nicht. Lol. Was sind das für eine Mauer? Das ist ja gar nichts. Das ist einfach irgendwie so ein Block hingestellt und das war's dann. Ich meine, kaum Säulen, einfach nur eine Wand. Wie kommen wir jetzt da durch? Ich meine, jetzt können wir hier irgendwie keinen Bürger rennen. Irgendwie sowas. Ich meine, aber ich kann hier irgendwie hochklettern, ne? Komm, wir parken erstmal unser Pferd. Parken unser Pferd hier hin. Zu seinem siamesischen Zwilling. Da hoch komme ich nicht irgendwie. Das scheint da irgendwie nicht zu hinzubekommen. Das scheint da irgendwie nicht hinzubekommen, so. Bringt das was, wenn ich so mache? Ich glaube mal nicht, oder? Wollt ihr etwas? Nö. Ich guck hier nur. Ich könnte von links rüber, ne? Ja, klettern wir erstmal hier hoch. Weil ich über diese Mauer will. Anders komme ich ja nicht rüber.